Ja, hallo hier bei Justins Wetter. Ich hatte gesagt, ich melde mich jetzt nochmal. Ja, und das ist jetzt irgendwie nichts geworden mit diesem Polarwirbel-Update. Das muss ich jetzt nochmal in aller Ruhe die kommenden Tage, wenn es mal ein bisschen ruhiger wird, mal machen. Aber wir schauen uns jetzt nochmal die großen Modellunterschiede zu einem dem GFS-Modell, zu anderem auch das EZMWF-Modell jetzt mal an. Denn da sind doch wirklich relativ große Unterschiede dort zu erkennen. Vor allem in Sache Hitze, wie lange die Hitze denn bleibt. Also, das werden wir uns jetzt kurz und knackig mal in diesem Video anschauen und damit begrüße ich euch alle ganz herzlich hier bei Justins Wetter. Danke fürs Einschalten, lasst gerne ein Like und ein Abo, da würde ich mich sehr drüber freuen. Wir gehen direkt rein und am Donnerstag erwartet uns erstmal eine Kaltfront. Das sehen wir nämlich hier sehr, sehr gut im Nordwesten, Richtung Osten und Süden noch sehr, sehr warm, aber Richtung Nordwesten wird es schon langsam, aber knackig kühler werden. Und das kann man hier auch sehr, sehr gut an den Temperaturen jetzt in 2 Metern Höhe nach diesem Icon-Modell jetzt hier mal erkennen. Das ist das deutsche Modell. Und da sehen wir dann hier sehr, sehr gut, dass hier im Nordwesten nur noch 20 bis 24 Grad erwartet werden. Dafür hier in der Osthälfte Temperaturen zwischen 30 und 34 Grad. Da muss man dann doch nach jetzigem Stand mit rechnen. Da wird es dann wirklich sehr, sehr warm bis heiß werden. Und mal gucken, wie lange sich die Hitze dann jetzt halten wird danach noch. Denn da gibt es Unterschiede. Zu einem haben wir hier jetzt mal das GFS-Modell. Das rechnet hier erstmal für den Freitag, den 30. August, vor allem über Mitteleuropa hier diese Hitze. Und die würde dann teilweise bis nach Nordeuropa reichen. Und dann am 31. August, hier nach dem GFS-Modell noch, sehen wir dann doch, wie dann hier Richtung Osteuropa diese sehr, sehr warme bis heiße Luft wäre. Und dann würde es in Deutschland auch noch teilweise 8 Grad zu warme Temperaturen geben. Aber da schießt halt das EZMWF-Modell sehr, sehr zwischen. Und das wäre dann jetzt die Temperaturabweichung nach dem EZMWF-Modell in diesem Fall für den Samstag. Und da würden nämlich aus Nordwesten deutlich kühlere Luftmassen nach Deutschland reinströmen, mit Temperaturen dann in 2 Metern Höhe, die wir uns gleich noch anschauen werden, aber die deutlich kühler wären als beim GFS-Modell. Die warme Luft wäre dann hier einmal außenrum um Deutschland in so eine Art Kringelform. Also das wird dann doch ziemlich interessant werden, welches Modell dann jetzt recht behält. Schauen wir uns jetzt die Höchstwerte nach beiden Modellen noch eben an. Wird wie gesagt nur ein knackiges Update, wird nicht lang gehen. Und das sind jetzt die Höchstwerte in diesem Fall nach dem GFS-Modell. Und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut, dass wir hier in der Südhälfte dann doch Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad noch hätten. Und haben sie hier in Norddeutschland nach dem GFS-Modell Temperaturen von um die 16 Grad. Und das um 14 Uhr mittags, also 12 UTC sind 14 Uhr. Und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut hier diese wirklich sehr, sehr kalten Temperaturen. Schauen wir uns im Vergleich jetzt mal das EZMWF-Modell an. Und da sehen wir dann doch, dass diese sehr, sehr kalten Temperaturen schon bis nach Süddeutschland vorangekommen werden. In Süddeutschland maximal noch 24 Grad, also nicht besonders heiß mehr. Vor allem in den Mittelgebirgen teilweise nur 15, 16, vielleicht auch nur 14 Grad. Und zum Schluss kann man das sehr, sehr gut vergleichen. Hier in diesem Fall anhand der Ensembles. In diesem Fall habe ich mir mal nur Dresden rausgesucht. Das ist hier nämlich am plakativsten. Da sehen wir nämlich diese große Modellrange oder die großen Unterschiede. Da sind nämlich Läufe dabei, die 20 Grad in 1500 Metern Höhe berechnen, Richtung da 2., 3. September. Aber da sind auch Läufe dabei, die teilweise von um die 5 Grad ausgehen. Also das wäre dann doch wirklich sehr, sehr kalt, wenn das dann wirklich so mit diesen sehr, sehr kühlen Temperaturen kommen sollte. Aber das wird sehr, sehr spannend werden. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon durch mit diesem ganz, ganz klitzekleinen Update. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut euch auch noch gerne meine Shorts an. Ich würde mich sehr darüber freuen. Werdet gerne Kanalmitglied. Da werdet ihr Sondervorteile genießen. Da kommen ein paar extra Updates nur für euch. Ich würde mich, wie gesagt, freuen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen Nachmittag wieder. Also haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Video und ciao.